So, Winner Semis, LDT aka Splash Mage gegen SDN. Und wir sehen hier wieder den Wolf. Dem ist er nämlich treu geblieben, hier seit dem letzten Turnier, seit dem letzten NZ. Ja, wir sehen auch warum. Ist ja noch nicht einmal angerührt worden. Okay, jetzt. Auch mit dem Big Damage. Aber grundsätzlich, wenn er... Also, wir haben eben schon gesehen, er bleibt auch in Game 5 Situations auf Wolf. Was ich auch sehr gut finde. Und jetzt einmal hier die Chance für Splash Mage. Ja. Die Farm zu holen, aber... sehen. Auch der Wolf von SDN ist sehr gut. Er hat nicht nur einen guten Ike. Und du würdest dir wahrscheinlich wünschen, mal den Ike zu sehen auch, ne? Ja, ich habe vorhin im Friendly habe ich kurz Ike gespielt, aber hab überhaupt keinen Land gesehen. Das ist schon ist. Aber ja, ich würde tatsächlich zu sehen, aber jetzt hier der Ausgleich. Ja, mal schauen. Also mal gucken, ob jemand den rauskitzeln kann hier aus SDN. Weil wie gesagt, man muss ihn schon irgendwie ins Leaders Bracket holen. Packen. Um ihn auch von Wolf runterzukriegen. Ja, ich meine, solange es funktioniert, warum soll ich das? Ja, aber hier. Der macht das auf jeden Fall sehr gut gerade. Splash Mage. Macht guten Damage, holt sich sogar ein bisschen Leben zurück. Das ist jetzt schon wieder even. Robin auf jeden Fall ein Charakter, der Kills bekommt auf easy. Jetzt gerade sind schon die Prozente dafür und da braucht er nur noch eine Aerial. Oh, das sieht ja selbst ein. Ja. Die Back Air von Wolf, beruhigt dich. 147%, das ist auf jeden Fall alles machbar. Jetzt aber erstmal die Combo. Bread and Butter von Wolf, Downthrow und Dash Attack. Okay. Aggressiv. Oh. Ah, okay. Ja, er dachte, er wäre schon dran gewesen. Er wollte ihn wahrscheinlich einfach punishen. Aber ist dafür selbst über die Edge gekommen. Mal gucken, ob ihm das noch teuer zu stehen kommt. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal guter Damage. 65%, jetzt ist er auch nicht mehr in Kill Range. Oh. Ja, das könnte reichen. Das macht er hier gerade auf jeden Fall ziemlich gut. Oh, okay. Das hat ihn da easy off guard erwischt. Clean. Ja, sehr schön. Also, Splash Mage schafft es hier in Führung zu gehen gegen SDN. 1-0 für ihn. Mit seinem Robin. Und ja, ich nehme mal an, es bleibt bei Wolf erstmal. War ja auch alles machbar. Ja. Und man hat auf jeden Fall die Expertise gesehen von Splash Mage. Auf jeden Fall. Diese kleinen Dinge einfach, die man über seinen Charakter wissen muss. Auch Robin ist so ein Charakter, der so einige kleine Dinge hat. Okay, wir sehen also weiterhin Wolf, nur ein Skin Change von Splash Mage. Oh. Ich bin mal gespannt, ob SDN hier adapten kann. Zum Moment damage-wise das sieht aus. Versucht hier auch die Early Kills zu bekommen. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Ja, auf diese Kill-Option zu gehen. Er hat auch auf jeden Fall oft genug gegen ihn gespielt, also die Splash Mage. Aber vielleicht nicht mit Wolf. Robin auf jeden Fall ein Charakter, wenn man einen Character Specialist spielt, dann muss man schon noch ein bisschen wissen. Oh, der Jab killt einfach. Rapid Jab.
Wir sind hier jetzt gerade schon wieder bei einer Klärung. Jetzt gerade, wo ich sage, ist es ausgeglichen wieder. Ich kann die Führung nicht halten. Und es geht wieder 0-0 los. Mal gucken, wer jetzt erst. Oh. Erst war ein guter Kombo-Starter eigentlich, aber schafft es da keinen Damage weiter zu machen. 5% sind nicht viel. Und ich kassiere selbst dafür 53. Naja, das funktioniert auf jeden Fall für SDN. Approach wie bei Ike, viel mit Aerials. Okay. Geht da ein bisschen leicht zurück. Kann man es genau schon wieder sehen. Dafür sind wir den Early Kill zu bekommen mit dem Up Smash. Nicht connected. Ja, jetzt sind wir wieder in der Easy Situation. Wer kann hier zuerst den Kill landen? Der versucht mit einem 2-Frame Down Smash. Oh. Ja, können die beiden hier die Nerven behalten? Bisschen aus wie ein letzter Stock, aber es ist ein zweiter Stock. Okay. Ich bin hier gerade mit dem Buch in der Hand. Oh, okay, er hatte keine Abi mehr, weil er das Buch nicht hatte. Das kommt selten vor. Oh, sehr schön. Noch ein Verdächtiger? Nein. Oh, sehr schön. Okay. Das macht es der auf jeden Fall gut, wegen Down Smashes sitzen irgendwie mit einer Edge. Bisher. Oh, okay. Den räumt er sich fix wieder gut. Jetzt können wir mal schauen, was passiert jetzt. Oh. Hier in dem letzten Stock wieder aufzuholen, wie er das letzte Game gemacht hat. Da muss er aufpassen. Er hat auch nicht mehr viel Magic. Super. Oh, das reicht noch nicht. Wer ist der? 30%. Oh ja, Dash Attack reicht. Und das ist das 1:1 mit dem Wolf. Okay, also wir sehen hier den Ausgleich. Ich bin immer noch, ich überlege immer noch, wer von den beiden wohl gewinnen wird. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Nee, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Spielglück irgendwie auch ein bisschen wechselt. Also teilweise unlucky Sachen dabei und dann... auch wieder sehr gut. Ja, sowas gibt es halt auch in Smash, ne? Also, dass man eine Attacke so um einen Millimeter nicht trifft. Und das ist eben auch eine Sache, die dafür entscheiden kann, ob ein Game oder wie ein Game ausgeht. Jetzt geht's weiter. Wir müssen natürlich jetzt beobachten, ob das Spielglück wieder wechselt oder ob es einfach bei SDN bleibt. Weil ich hatte ja eben schon gesagt, ich war gespannt, ob er adaptet und das hat er auf jeden Fall gemacht. Er hält LDT oder auch Splash Mage ziemlich lange im Disadvantage an der Edge und auch in Combos. Schafft es ihn da auch oft zu readen. Die eine kleine Sequenz war ziemlich gut für ihn im letzten Game. Oh, reflected. Splash Mage hat auch inzwischen Probleme, on Stage zu kommen wieder. Oder auch Stage Control zu halten. Immer einen Schritt zurück wieder. Oh, oh, wow.
Und der Early Kill. Wow. Das hat so viel gekillt einfach. Berger so stark. Schafft es sofort wieder auszugleichen. Und wir sehen eine Situation hier in Game Nummer 2. Und 1. Ja, es ist generell sehr, sehr even. Ja. So. Schafft es einer von den beiden, das Momentum an sich zu reißen. Jetzt gerade sieht es gut aus für Splash Mage, aber das fällt immer nicht lang. Okay, er hat ja gerade auch schon den Air-Dodge gecatcht, also geregelt, aber er ist damit noch auf Stage gekommen. Oh, oh, das hätte wieder ein Early Kill sein können. Und ist es auch. Okay, jetzt also wieder hier die Lead für Splash Mage, aber auch wieder nur kurz. Also kann einfach nicht lange den Stock halten gegen SDN. Und jetzt sind wir wieder in einer, ja, Last Stock Situation. Situation immer scary gegen SDN. Schauen, ob er wieder von der Edge wegkommt. Oder Momentum, beziehungsweise so ein bisschen ins Neutral zurückkommt. Ja, aber SDN lässt ihn da kaum ins Neutral. Ja, lässt ihn nicht atmen. Ja. Blashmage braucht dringend einen Hit. Bei 60% wird er dann schon irgendwie ein bisschen weiter weglanden und dann hat er ein bisschen Freiraum. Aber dahin zu kommen. Ja. So schwer, wie man sieht. SDN gibt ihm einfach keinen Platz, keine Zeit zum Atmen. Er hat ja noch versucht, da irgendwie was zu machen, also irgendwie anzugreifen, aber da war die Backer von Wolf einfach schneller. Ja, macht er sehr gut. Ja, Wolf ist auf jeden Fall ziemlich strong. Auf jeden Fall, also wie gesagt, die Mitte hat jetzt zum Schluss eigentlich SDN. Eigentlich war sein Gebiet und da kam Splash Mage ja eigentlich auch kaum wieder rein. Ja, also das macht er sehr, sehr gut. Das kennen wir auch von SDN. Mit Wolf kann man es halt noch besser machen als mit Ike. Ike ist vielleicht ein bisschen mehr scary gegen den Early Kills und den Big Damage, aber ja, Wolf ist einfach grundsätzlich ein bisschen besser einfach. Auch weil er schneller ist, oder? Ja, seine Attacken sind schwerer zu punishen. Er hat ein Projektil. Und er ist offstage auch ein bisschen besser. Wobei er jetzt auch nicht so gerne offstage geht, aber ja. Einfach so ein paar Attacken, die einfach besser sind als Ikes. Back Air ist super stark bei Wolf. Die Nair ist ziemlich gut. Sie ist ja auch andauernd bei SDN. SDN macht gute Dash-Attacks, Wolf hat einen ziemlich guten Dash-Attack. Und er spaced das gerade so solide einfach. Ja. SDN braucht halt auch einfach nicht so viel Platz. Schön. Aber jetzt hier gerade. Diesmal hat es geklappt mit dem Side-Beam to Up-Smash und super okay. Wieder ein bisschen so mit dem Rücken zur Wand oder auch mit dem Rücken zur Edge. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das SDN so ein bisschen die Control hat, aber Splash Mage halt trotzdem immer wieder wichtige Treffer landet. Ja, und mit Robin ist es halt einfach so, dass du, wenn du gezielt triffst mit starken Attacken, dann ist halt. Das war fast mit dem zweiten Stock. Aber er schafft es gerade so zu überleben. Kommt mir hier von der Edge weg. Ist denn sehr aggressiv, aber er lässt ihm trotzdem keinen Platz irgendwie oder büßt kein Stage Advantage ein und schafft es hier den Kill zu bekommen. Und er macht direkt weiter an der Edge. Ich gebe dir aber einen Hit. Endlich kann LDT
Splash Mage wieder atmen. So kurze Zeit zumindest. Das kriegt ganz schön viel Schaden. Und auch diese Up-Air-Ladders sind Bread and Butter für SDN. Also die hat er mit Ike genauso. Das hat echt noch getroffen. Es hat mich gewundert, aber jetzt nochmal ein wichtiger Ausgleich hier für Splash Mage. Holt sich ein bisschen Prozente zurück. Oh, richtig. Oh, er hat aber kein Schwert mehr, also keine starken Attacken gerade. Ich weiß nicht genau, wann das Schwert immer zurückkommt. Ich glaube, jetzt ist es schon wieder da. Oh. Ah, das wird ein Punch wahrscheinlich. Nee, doch. Okay, Schild ist weg. Das ist so eine Sache, die ich nie so richtig geschaut habe, wie das mit den Ressourcen aussieht bei Robin. Wir haben ja im ersten Game gesehen, dass er kein Buch mehr hatte, also keine Magie mehr. Kein Mana, sagen wir jetzt einfach mal. Oh! Und da deswegen auch nicht mehr on stage gekommen ist. Oh, ja. Das ist der Two-Frame, von dem ich geredet habe. Hat ihn erwischt, bevor er an die Edge kommen konnte. Das ist 3-1 hier für SDN.